So. Also, von dieser Stelle auch nochmal offiziell von allen herzlicher Glückwunsch. Dankeschön. Gerade eben haben wir gesehen, als der große Umzug in Kerpen war, normalerweise brüllt man immer ausziehen, ausziehen, wenn die Stimmung ein bisschen besser ist. Bei Ihnen war es heiraten, heiraten. Wie ernst muss man zumindest diesen Wunsch der Fans nehmen? Den Wunsch kann man ernst nehmen. Wir haben es, oder ich habe es schon öfter gesagt, dass das eigentlich gar kein Thema ist. Nur über das Wann, Wie und Wo haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Das werden wir noch tun und dann werden wir euch schon noch früh genug Bescheid wissen lassen. Da sind wir dankbar. Der vierte Jubeltag in Deutschland. Ist jetzt irgendwo mal so, dass man sagt, ach, jetzt ist gut, genug gejubelt? Ich bin aber auf jeden Fall froh, wenn ich heute Abend nach Hause fliegen kann und dann die erste Möglichkeit habe, mal ein bisschen Zeit für mich zu finden und zu relaxen. Nach Hause heißt in dem Fall? Monte Carlo. Dann Monte Carlo. Da ist auch das Haus nicht umstellt und... Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen Ruhe finden werde. Generell ist Monaco so, dass man schon seine Freizeit hat und seinen Freiraum auch hat. Es gibt sicherlich auch ein paar Fans, aber der Punkt ist der, dass man in Monaco in Frankreich mehr oder weniger ist, die Franzosen sicherlich auch Motorsport begeistert sind, aber ich da doch der deutsche Fahrer bin und nicht so den hier Fahrer. Hier in Deutschland wird man natürlich als ihr Rennfahrer und als sagen wir so, ist auch ein Teilerfolg der Deutschen, der Fans. Und deswegen wird man natürlich ein bisschen mehr gefeiert und das Ganze ist etwas extremer. Und man freut sich, dass Monte Carlo in Frankreich und nicht in Großbritannien liegt. Könnte man sagen, ja. Obwohl, jetzt, da muss man schon sagen, das ist ja im Prinzip eine Minderheit. Ich habe mir jetzt die Presse mal durchgelesen. Wir gehen gleich drauf ein. Ich denke nur, wir sollten uns noch mal ein paar Bilder aus dieser Saison anschauen. Es war sicherlich die dramatischste und spannendste in der Geschichte der Formel 1, aber sicherlich auch irgendwie die seltsamste, widersprüchlichste und irgendwie auch verwirkelte Saison, die wir gesehen haben. Absolut, ja. Wir schauen uns noch mal ein paar Bilder aus den vergangenen Monaten an, die Heike Schneider zusammengestellt hat. Dann gab es ja diese Szene, wo sie am Zaun standen. Am Zaun und wo ihnen so die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben war. Wie war dieser Moment, als sie tatsächlich realisiert hatten? Und war das der Moment, als einer ihnen das zugerufen hat, jetzt bin ich Weltmeister? Die Situation war die, dass ich wusste oder gesehen habe, dass Damon Hill nicht im Renntempo davonfuhr, sondern ein bisschen langsamer fuhr. Und dann mir natürlich verschiedene Gedanken durch den Kopf schossen. Ich nicht wusste, wie stark jetzt, wenn eine Beschädigung da gewesen wäre, sie vorhanden war. Und ich ganz einfach nur abwarten konnte. Und für mich war klar, Nigel Mansell ist derjenige gewesen, der hinter uns war. Also habe ich die ganze Zeit da gestanden und gewartet, wie oft Nigel Mansell ohne Damon Hill vorbeikommt. Mhm. Und nachdem er dann eben dreimal vorbeigekommen ist, Damon Hill immer noch nicht da war, hin und wieder ein paar Fans anfingen zu jubeln, aber dann immer wieder Autos noch vorbeifuhren. Keimt dann so langsam so eine Hoffnung? Ja, die Hoffnung war natürlich da, aber sie war nicht sicher. Sie stand irgendwie auf wackeligen Füßen. Ja. Und selbst nachdem mir dann der Streckenposten ins Ohr geflüstert hätte, ich wäre jetzt Weltmeister, ich konnte es irgendwie noch nicht glauben. Ich wusste nicht, ist er jetzt noch im Auto, kann er doch noch fahren? Ja. Und ich bin ungefähr eine Viertelstunde später dann beim Team angekommen und habe da das Team getroffen, habe da immer noch ja, die waren teilweise besoffen, aber habe selbst da noch nicht so 100% dran geglaubt, habe noch gefragt, ist er sitzt er noch im Auto, kann er noch fahren oder was ist los? Und da ist dann erst so der Stein vom Herz gefallen. Und da wie ist das jetzt, wenn man sich ja eigentlich nur freuen möchte und wenn man dann, so wie ich das getan habe, die gemeinsten britischen Pressestimmen nimmt? Die allergemeinste habe ich im Daily Mirror gefunden. Betrug, Schuh, der Bumser, raubt Damon den Ruhm und 1,6 Millionen Pfund. Von einem Sonntagsfahrer hätte man erwarten können, dass er einem quer über die Fahrbahn vors eigene Auto zieht, nicht aber vom Weltmeister. Sagt die Daily Mirror. Vielleicht im Prinzip widersprechen Sie sich ja, wenn Sie mich als Weltmeister nennen, dann geben Sie ja zu, dass ich Weltmeister bin. Auf der anderen Seite
wir haben eben schon darüber geredet, kann ich 100% sagen, dass es hier mit Absicht überhaupt nichts zu tun hat. Man muss ja mal den Punkt sehen, dass ich ja noch im Rennen war. Ich war ja immer noch im Fahren. Und den Punkt schauen wir uns nämlich jetzt mal an. Wir schauen uns noch mal genau diese Bilder an. Und wenn Sie einfach mal aus Ihrer Sicht dazu was sagen, viele haben das ja noch gar nicht. Bei der Pressekonferenz, dass mich mein Auto nicht gut angefühlt hat, als ich in die Kurve eingebogen bin. Ich habe jetzt laut der Videoaufzeichnung festgestellt, dass dieses nicht gut anfühlen, als wenn etwas nicht in Ordnung gewesen ist, genau der Moment war, wo mich das erste Mal berührt hat, weil wenn man die Videoaufzeichnung vielleicht nochmal sieht, dann sieht man, dass er mir erst in den Seitenkasten reinfährt, bevor wir dann mit den Rädern in Kontakt kommen. Und dieses Gefühl an den Seitenkasten habe ich zwar nicht gespürt, ich habe nur gespürt, wie am Auto etwas nicht stimmt. Und dann war ich auch schon in der Luft und dann war es vorbei. Aber wer hier von Absicht redet und solche Pressemitteilungen, da kann ich irgendwo nur sagen, da spielt der Neid eine Rolle, weil es gibt die deutsche Presse, es gibt die französische, es gibt die italienische und alle sind sie da einer Meinung. Und es gibt ja auch keinen Protest, noch nicht mal von den Briten selbst. Das ist der größte Witz. Ich meine, Damon Hill, und das ist eigentlich der schönste Moment für mich gewesen, am Montagmorgen kam Damon Hill zu mir zum Frühstückstisch und hat mir gratuliert. Was ja verwunderlich ist, weil Sie sich ja zumindest während der Sommersaison, wo er Ihnen auch vorgeworfen hat, also mit dem möglicherweise illegalen Auto zu fahren, Sie waren sich ja beide nicht grün. Wie erklären Sie sich, dass er jetzt auf einmal doch Sportsmann ist und Sie sich zumindest für das Publikum versöhnt zu haben scheinen? Nicht nur fürs Publikum, das ist nicht richtig. Die Saison war eine sehr extreme Saison. Er hat sein